Hallo und herzlich willkommen bei Vegan Feeling. Heute habe ich jemanden dabei, das ist ein Gast, das ist der Christian. Und den möchte ich heute interviewen einerseits und natürlich auch ein bisschen Fragen stellen, denn er ist ein veganer Athlet. Und ich möchte gerne wissen, was der so isst. Und da sind auch viele, viele Tipps für euch mit dabei, um zu wissen, was isst man denn eigentlich so, um fit zu sein. Jetzt stelle ich aber doch mal ganz kurz vor, wer du bist, wo du herkommst, was du so machst. Ja, ich bin der Christian, wie du schon gesagt hast, eher bekannt als Mr. Broccoli. Und das ist schon das Erste, was ich esse, viel, viel Brokkoli sozusagen. Und meine Passion ist es einfach, einen aktiven Lifestyle, einen Fitness-Lifestyle zusammen mit einer gesunden, natürlichen, veganen Ernährung zu kombinieren, sodass du natürlich oder natürlich auch ich oder wir Menschen generell gesund sind, aber gleichzeitig eben auch richtig, richtig sexy aussehen. Und das alles natürlich mit Genuss. Ja. Sehr gut. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt in die Küche direkt und du zeigst uns ein bisschen, was da los ist. Ja, mega geil. Sehr gut. Jetzt schauen wir mal, ob er was findet hier. Genau. Also ich bin ja liebend gerne in fremden Küchen unterwegs und ja, unsere Aufgabe ist es heute mal so rauszufinden, was könnte ich jetzt hier in der hauptsächlichen Rohkostküche eben auch essen oder was esse ich so den ganzen Tag. Und wir haben mal ein paar Sachen aus dem Kühlschrank jetzt einfach rausgeholt, die ich zum Beispiel essen würde oder zusammenstellen würde. Also früh mache ich mir meistens auch einen grünen Smoothie hauptsächlich. Da kommen natürlich ganz, ganz viele grüne Blätter rein, so Salate. Ich liebe Spinat, also einen Haufen Spinat rein, auch tiefgekühlten Spinat. Hau dann sowas wie Mangos rein oder Bananen noch dazu, dass sie süß sind. Oder wenn ich hier wäre, würde ich natürlich super, super viel von diesen Freunden hier verwenden, die liebe ich absolut. Und ich hau dann quasi in den Smoothie immer auch noch ein bisschen Nahrungsergänzung mit rein, weil hier einfach extrem viele Mikronährstoffe drin sind. Das ist jetzt Weizengras hier, könnten aber auch Maca nehmen. Ja? Maca liebe ich. Ja? Es ist einerseits zum Energetisieren super gut, also wenn du es vor dem Sport nimmst, hast du richtig, richtig Power. Ist ja auch das natürliche Viagra, ne? Also Viagra-Ersatz, falls du da ein bisschen Hilfe brauchst. Aber es hilft auch bei der Regeneration. Also das ist wirklich so ein Allrounder und der schmeckt noch dazu gut. Also ich kann das echt pur essen. Und so ein Geheimtipp ist Banane in Maca-Pulver. Schmeckt astrein, richtig, richtig gut. Ja, was ich frühs mache vor dem Smoothie ist, ich nehme entweder Heilerde oder Zeolit. In dem Fall haben wir jetzt hier Zeolit da, einfach um dem Körper beim Entgiften, was hauptsächlich früh eben auch stattfindet, nochmal zu unterstützen. Das liebe ich einfach sehr, da habe ich eben auch ein gutes Gefühl, dass er auch die Giftstoffe wirklich auch ausleiten kann. Und Heilerde und Zeolit binden einfach die Giftstoffe sehr, sehr gut. Im Ayurveda gibt es zum Beispiel drei Typen oder auch in der Fitness gibt es drei verschiedene Konstitutionstypen. Es gibt so die langen, dünnen Typen, ne? so wie ich, die auch schwer sowohl Fett als auch Muskelmasse aufbauen. Dann gibt es so die eher kräftigen, mittleren, schweren Typen, die sehr schnell Muskeln aufbauen, aber auch relativ schnell Fett ansetzen können. Und dann gibt es so die leicht kleineren, untersetzteren Typen, die sehr, sehr schnell Fett aufbauen und sich auch im Muskelaufbau schwer tun. Also ich bin so der erstere Typ, der nennt sich im Ayurvedischen Vata-Typ. Der mittlere ist der Pitta und der andere ist der Kapha-Typ. Und Vata-Typen brauchen immer mal wieder was Warmes. Deshalb bin ich, unlike wie Dennis, nicht unbedingt der 100% Rohköstler, weil dann wird mir sofort kalt und ich friere sehr, sehr oft. Und ich binde dann quasi eine warme Mahlzeit in meinen Tag ein. Früh grüner Smoothie mit Früchten drin, einfach um richtig, richtig schon mal mit Power zu starten in den Tag, richtig meine Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente reinzukriegen. Ich halte mich fern von Soja, also in letzter Zeit, weil ich merke, ich vertrage es nicht so gut. Ich habe natürlich als Veganer seit 5 Jahren esse ich einen Haufen Soja, Tofu und so weiter. Und mittlerweile ist es aber auch so, dass wenn der nicht fermentiert ist, was bei Provamel glaube ich sogar aber auch der Fakt ist, dass es dann schwieriger wird mit der Verdauung. Aber auch selbst bei Fermentierten merke ich es, sollte ich es lieber weglassen. Und ich merke auch bei mir witzigerweise keinen Unterschied im Muskelaufbau, wenn ich jetzt weniger Soja esse oder mehr Soja, also sprich weniger Eiweiß, mehr Eiweiß. Ich habe gehört, und das hattest du glaube ich mal gesagt, dass du in einem Haushalt lebst, der nicht vegan ist. Also du bist ja der einzige Veganer?
sozusagen. Ja. Und wie machst du das da? Fällt dir das extrem schwer oder sagst du, nee, jetzt erst recht? Oder? Ja, ja. Jetzt erst recht, ja. Ich lebe natürlich auch mein veganes Ding in meinem Blog, in meinem Podcast und so weiter aus. Meine Frau ist nicht vegan, aber sie ist hauptsächlich vegetarisch. Also sie merkt auch immer mehr, wie gut die vegane Ernährung ihr tut sozusagen. Also zu Hause haben wir so einen Deal, dass wir hauptsächlich vegan sind. Sie hat manchmal noch so einen Käseaufstrich oder irgendwas da. Aber es ist halt ganz, ganz wichtig und da bin ich halt bewusstseinstechnisch auch so ein bisschen rausgewachsen, dass es eh nichts bringt, zu predigen und zu sagen, hey, guck mal, da musst du doch ein Tier dafür sterben. Und weißt du, wer will sich denn gerne ändern? Wer möchte sich denn gerne ändern? Fass dir an die eigene Nase und frag dich, möchtest du, dass dein Partner oder jemand anders dich die ganze Zeit ändert? Wahrscheinlich nicht. Und so ist es da eben auch. Also ich lebe das eben ja, mit vollstem Herzen und mit vollstem Elan vor sozusagen und mache eben auch mal die ein oder anderen richtig geil schmeckenden veganen Gerichte, sodass einfach das Fleisch, Fisch oder Käse und so weiter gar nicht vermisst wird. Und was ich zum Beispiel sehr, sehr oft mache, ist, wenn ich jetzt hier die gekeimten Linsen sehe, ne, dass ich dann so asiatische Currys mache. Also ich liebe asiatische Currys, die wärmen eben auch, die geben ganz, ganz viel Nahrung, Energie, Lichtenergie eben auch mit rein. Sprich, ich nehme richtig gute Grüns hier mit rein, natürlich Koriander, Salate, Karotten, Brokkoli natürlich, Paprika, also richtig schön, richtig schönes Gemüse in allen Farben sozusagen. Und dann statt Reis mache ich halt dann sehr, sehr oft sowas wie Süßkartoffeln oder gekeimtes Buchweizen oder gekeimte Linsen. Da kannst du die sehr, sehr schön verwenden. Und natürlich viel Kokos, ne? Also schönes Kokosfett, Kokosmilch. Da kannst du natürlich so eine in Packung verwenden oder in der Dose, hauptsächlich ist es Bio. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr hinten drauf schaut, dass dann eben auch nur draufsteht Wasser und Kokos, Kokossaft. Das habe ich jetzt hier nicht, weiß nicht, wo das hier ist, aber... Das ist spanisch, oder? Ja, sehr wahrscheinlich gibt es auch eine deutsche Variante, aber hauptsächlich immer gucken, dass so wenig wie möglich an der Zutatenliste hier draufsteht, sondern am besten nur ein Produkt. Und bei Kokos ist halt meistens Wasser und das Kokosfleisch. Und du hast jetzt auch einen Blog, der heißt Vegan Athlete, ne? Genau, veganathletes.com. Hast du eine Gruppe, da bist du auch mit dabei und gibst das quasi dein Wissen, was du jetzt hier so hast, auch anderen weiter? Genau, das ist jetzt im Moment noch eine exklusive Gruppe, die starten wir einmal im Monat. Mhm. Da lassen wir auch nur 10 bis maximal 15 Teilnehmer rein und die betreuen wir über mindestens 4 Wochen wie eine Art One-to-One-Coaching. Die geben uns am Anfang ihre Ziele rein, beispielsweise ich will jetzt fitter werden und 2-3 Kilo abnehmen, das ist so der Klassiker. Und dann schauen wir, wie ernähren die sich, was für Körpertypen sind die, also wie reagieren die auch auf die einzelne Ernährung. Und dann geben wir ihnen individuelle Ernährungs- und auch Bewegungspläne mit, sodass sie ihre Ziele erreichen. Und das eben ganz, ganz wichtig, wir bügeln nicht über jeden irgendeinen Low-Carb-Ernährungsplan drüber sozusagen. Ja, isst doch einfach weniger Carbs und treibt mehr Sport. Klar, das funktioniert immer. Aber so jemand wie ich, wenn du mir jetzt sagen würdest, isst nur Low Carb, isst nur Obst, isst nur Gemüse etc., da würde ich nicht mit klarkommen, weil ich einfach der Körpertyp dafür gar nicht bin und mich viel zu viel bewege. Und da vielleicht noch ein Geheimtipp, ich bin ein riesen Kakao-Lover. Also bei mir ist tatsächlich so, dass Kakao, ich mache mir zum Beispiel gekeimte Buchweizen oder auch gekeimte Linsen, dann mache ich mir da Kakao rein. Und mach noch so ein bisschen irgendeine Pflanzenmilch rein beispielsweise oder püriere Bananen zu einer Milch und mach die dann da rein und Kakao rein. Und das esse ich dann quasi, natürlich gedippt mit Brokkoli, dass ich auch was zum Kauen habe sozusagen. Und das ist, schmeckt sowas von geil, das schmeckt sowas von geil. Das sind einfach so nur 3-4 Zutaten in einer Mahlzeit, wo du aber richtig, richtig viele Mineralstoffe, Vitamine und natürlich auch Eiweiße und so weiter drin hast. Und das dauert keine 5 Minuten und so kriegst du halt ganz, ganz schnell schöne Rezepte und da haben wir natürlich auch einige im Blog sozusagen. Ja. Ich würde gerne noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil uns, unsere Zuschauer, also schreiben uns ab und zu, dass zu Hause eben ein bisschen schwieriger ist. Da haben sie, die Frau hat eine Ernährung, eine besondere Rolle, auch vielleicht eine vegane Ernährung versucht sie, aber die ganze Familie zieht nicht mit. Jetzt hast du ja vorhin schon ein bisschen gesagt, wie es bei euch läuft.
Hast du da, kannst du sagen, wie könnte man das angehen oder wie würdest du das angehen? Da gibt es da Tipps für dich, wie du den Leuten, was du denen sagen kannst? Genau, also zwei habe ich schon genannt. Das eine ist, du machst immer mal vielleicht am Tag, wenn jetzt am Anfang jemand gar nicht vegan ist, dann sagst du, hey, lass uns doch den Tag über richtig, richtig lecker vegan gestalten und du kannst eine Mahlzeit essen, was du willst. Wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir halt sagen, einmal die Woche, ansonsten sind wir vegan und einmal die Woche geht sie einfach essen oder wir gehen zusammen essen, ich esse vegan und sie isst eben nicht vegan sozusagen. Ja? Das zweite ist sozusagen, dass du einfach das natürlich perfekt vorlebst sozusagen, dass du eben dann auch das in die Hand nimmst und sagst, hey, guck mal, du machst normalerweise immer deinen Käseaufstrich aufs Brot, probier mal das hier, das habe ich dir gerade selber gemacht oder das habe ich dir gekauft. Und wenn dieser Ersatz sehr, sehr gut schmeckt, dann fällt es dem anderen total einfach, eben diesen Ersatz zu nehmen sozusagen. Und das dritte ist, dass du eben dich in Akzeptanz übst sozusagen, ja? Dass es andere Lebensmodelle gibt. Und selbst wenn es dein Partner ist, dass auch du ihn versuchst zu akzeptieren, denn es ist ja immer ein Spiegel. Andere sind ja immer ein Spiegel zu uns. Das heißt, überlege mal, was versucht das mir jetzt zu sagen? Was darf ich auch bei mir ändern sozusagen? Und das dann eben auch annehmen sozusagen. Was mich noch interessieren würde aus deiner Arbeit, die du jetzt schon sehr intensiv auch betreibst, würdest du sagen, könntest du pauschal sagen, dass quasi jeder abnehmen oder zunehmen kann, also jeder das erreichen kann, wie sein Körper, also was er möchte mit seinem Körper? Ja, also ich habe noch nichts anderes erlebt sozusagen. Also ich hatte jetzt noch keine Gruppe erlebt, die nicht zunehmen kann und nicht abnehmen kann. Also ich denke, das sind zwei Aspekte ganz, ganz wichtig. Zum einen, du kennst deinen Körpertyp, du weißt, wie viel du essen musst sozusagen, um zuzunehmen oder um abzunehmen. Gerade wenn du jetzt jemand bist, der leicht zunimmt und möchtest aber abnehmen, dann schaust du einfach, dass du beispielsweise mehr Nahrung integrierst, die sehr, sehr hoch an Wasser ist, ne? Sehr, sehr hoch an Ballaststoffen ist, sodass du eben relativ schnell satt wirst sozusagen und schaust nach deinem Körpertyp, Vata, Pitta, Kapha, welche Nahrungsmittel solltest du meiden und welche Nahrungsmittel solltest du viel in deinen Speiseplan integrieren, weil dein Körper eben besser darauf reagiert. Grundsätzlich bin ich ein super Fan von euch, die rohköstlich sich ernähren, weil da wird es einfach anders verstoffwechselt und du hast es nochmal viel, viel einfacher, gerade auch abzunehmen, sozusagen. Und wenn du halt mehr zunehmen willst, gerade an Muskelmasse und so weiter, darfst du auf jeden Fall trainieren gehen und darfst eben mehr solche geilen Sachen mit in den Speiseplan integrieren. Und die zweite Sache ist natürlich dein Mind. Also hast du dir das Ziel gesetzt und bist du wirklich auch schon in diesem Gefühl drin, wie es ist, wenn du es erreichst. Also mach die Augen zu, visualisier tatsächlich, wie sehe ich da aus in meinem optimalen Körper und vor allem, wie fühle ich mich darin. Ja, wenn ich da runterschaue, fühle ich mich richtig, richtig geil, habe ich diese Endorphinenausstoß und so weiter. Und wenn du in diesem Gefühl bist und wenn du ganz genau sehen kannst, wie du aussiehst, und dann deine Ernährung optimal darauf einrichtest, dann wirst du es definitiv erreichen. Glaubst du, dass es wichtig ist, Fleisch zu essen, oder glaubst du, dass eine vegane Ernährung genauso einen Athleten formen kann? Also wenn ich jetzt so alleine schon mich sehe, ich habe vor 10, 15 Jahren einen Haufen Fleisch gegessen und sehe jetzt definitiv definierter aus mit der gleichen Anzahl an Muskeln. Also ich habe nicht mehr Muskeln, nicht weniger Muskeln. Ich könnte genauso aufbauen auf vegane Art und Weise wie mit Fleisch. Also ich bin 100% davon überzeugt, dass kein Fleisch dafür notwendig ist, um Muskeln aufzubauen. Ganz, ganz einfach. Also das Thema Protein kommt ja immer sehr oft. Also das ist damit geklärt, weil das Protein, das darauf ankommt, wie viel du nimmst und nicht, woher es kommt. Also ich denke, wie viel und aber auch da wieder auf die Qualität. Ne? Also du weißt es ja selber, essentielle Aminosäuren, also ein Protein besteht aus einzelnen Komponenten, das sind die sogenannten Aminosäuren. Und wenn ich diese Aminosäuren in ausreichender Qualität, vor allem diejenigen, die der Körper nicht selber gestalten kann oder erschaffen kann, in der Nahrung habe, dann ist es letztlich egal, ob pflanzlich oder tierisch. Weil wenn wir da tiefer einsteigen, ist es wahrscheinlich sogar pflanzlich besser, weil die näher zu unserem körpereigenen Protein kommen. Also die Antwort ist ganz klar, mit pflanzlichen Proteinen kann ich das genauso erreichen.
glaubst du, dass diese Welt eine vegane werden kann und wird? Und glaubst du, dass es nötig ist? Ja, definitiv. Also ich habe ein Interview in Zukunftsforscher gemacht für mein neues Buch. Das heißt, wie wir uns in 2050 ernähren werden. Und da sagt er ganz klar, dass wir auf eine Plant-Based-Diät setzen werden, dass vielleicht noch einzelne irgendwo Weiderinder geben wird, aber die Massentierhaltung ist weg, weil sie die Menschheit nahe an den Kollaps gebracht hat, sozusagen, vor allem auch mit den Krankheiten, die daraus entstanden sind. Und dass mittlerweile die Forschung auch so weit ist, dass die Kunstfleisch herstellen können, was eins zu eins dem tatsächlichen Fleisch nahe kommt. Und dass manche Leute dann dieses Kunstfleisch dann eben auch essen und überhaupt keinen Unterschied mehr schmecken. Und die anderen sind eben hauptsächlich plant-based. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Switch sowieso machen müssen. Und dieser Zukunftsforscher sagt es auch, dass 2050 spätestens, also eigentlich schon 2030, die Welt hauptsächlich pflanzenbasiert ist. So, jetzt seht ihr direkt, wir sind wieder gekommen aus der Küche. Jetzt habt ihr gleich mal gesehen, was los ist. Und vielen Dank, dass du dir ein paar Fragen stellen lassen hast oder dass du ein paar Antworten gegeben hast. Vielen Dank. Wir haben auch einen Einblick bekommen, wie es in der Familie aussehen kann und so weiter und so fort. Eben, dass es nicht immer nur die eine oder die andere Richtung gibt. Ja. Alles ist möglich. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Die Messe und alles, was du so machst, verlinke ich unten in der Infobox. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Du schreibst ein Buch, das kommt auch jetzt raus, ja? Genau, das kommt Mitte Februar raus. Mitte Februar? Mitte Februar 2019. Wie heißt das? Vegan Transformation. Ah, also du beschreibst ein bisschen, wie die Transformation mit vegan sein kann. Ja, nicht nur das, sondern wie du mit veganer Ernährung quasi nicht nur deinen Körper transformierst, sondern letztlich dann auch deinen Geist und deine Seele. Und da haben wir richtig geile Gastautoren. Mhm. Ne? Unter anderem? Ja, ich durfte mit dabei sein, ich durfte was dazu schreiben und bin sehr froh. Und wenn ihr euch das Buch holen wollt, das gibt es ab Mitte Februar, das verlinke ich auch nochmal in der Infobox, da gibt es vielleicht dann schon genauere Informationen. Und jetzt würde ich sagen, nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe zu danken. Ja, und dass wir uns sehen konnten. Und ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit auf den Riffer. Mega geil. Ich kann jedem empfehlen, da herzukommen. Das ist einfach fantastisch. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ansonsten sage ich jetzt noch, habt einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.